Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Das heutige Video ist der Beginn einer neuen Serie, und zwar die spezielle Relativitätstheorie. Ich kürze es in Zukunft mit SRT ab, macht man im Allgemeinen in der Physik auch so. Nun, die Relativitätstheorie ist ein ganz berühmter Teil der Physik. Viele reden drüber. Ich versuche euch in mehreren Videos das zwar möglichst einfach, aber trotzdem noch detailliert genug zu zeigen, was eigentlich dahinter steckt. Also ich möchte nicht irgendwelche fünf Schlagwörter hier runterrasseln und alle rennen rum und sagen, alles ist relativ, die Lichtgeschwindigkeit ist aber absolut und sonst was. Das möchte ich hier nicht machen. Ich möchte schon ein bisschen ins Detail gehen. Aber ich versuche so didaktisch zu kürzen, dass es leicht verständlich ist und man die Videos hintereinander noch einigermaßen gut anschauen kann. Nun, was liegt also dem Ganzen zugrunde? Man formuliert erstmal ein Relativitätsprinzip und so, was ist dieses Relativitätsprinzip? Das sagt einfach aus, dass die physikalischen Gesetze in allen Inertialsystemen die gleiche Form haben. Hier steckt schon wieder einiges drin. Physikalische Gesetze, die kennt hoffentlich jeder, der das Video anschaut. Ansonsten kommt das Video für euch ein bisschen zu früh. Was das gleiche Form meint, naja, es hat die gleiche Gestalt, es sieht einfach gleich aus. Und was ein Inertialsystem ist, das kommt in diesem Video jetzt vor. Zum Inertialsystem zu erklären, brauchen wir erstmal den Begriff des Bezugssystems. Ein Bezugssystem, das ist ein Begriff der Mathematik und der Physik. Einfach für, ihr kennt es vielleicht, manch einer ein Koordinatensystem. Und da wir alles dreidimensional machen, die Welt alles dreidimensional ist, machen wir drei Achsen. Das sind die X-Achse, die Y-Achse und die Z-Achse. Nun, das Bezugssystem hat natürlich noch eine kleine Macke. Wir können hier mit einem Ort angeben, der hat einfach die Koordinaten X, Y und Z. Wenn ich mir aber nicht nur einen Ort anschaue, sondern ein Ereignis oder eine Geschwindigkeit oder sowas anschauen möchte, dann brauche ich ja auf jeden Fall auch eine Zeit. Das heißt, in unserem Fall haben wir nicht drei Komponenten, sondern auch die vierte Komponente. Die vierte Komponente ist die Zeit. Das heißt, ein Ereignis könnte zum Beispiel sein, wann zwei Dinge zusammenstoßen. Wenn wir zwei Kugeln haben, die fliegen aufeinander zu, die stoßen in einem gewissen Punkt zusammen, dann haben wir den Punkt X, Y und Z. Und wir haben aber auch den Zeitpunkt, wo er zusammenstößt. Weil gucke ich 5 Sekunden früher oder später dahin, da sind die Kugeln noch voneinander entfernt. Das heißt, auch die Zeitkomponente ist für uns wichtig. So, was ist nun ein Inertialsystem? Ein Inertialsystem ist einfach ein Bezugssystem, in dem das Newtonsche Trägheitsgesetz gilt. Trägheitsgesetz heißt einfach, ein Körper, auf den keine Kraft einwirkt, der bleibt entweder in Ruhe, oder er bewegt sich gleichmäßig fort. Also ein Inertialsystem. Weil das Wort Inertialsystem so lang ist, wenn wir das recht oft brauchen, kürzt der Physiker das ab mit IS. Also immer wenn ich vor einem IS schreibe oder rede, meine ich ein Inertialsystem. Das ist ein Bezugssystem in dem das Newtonsche Trägheitsgesetz gilt. Also wo ein Körper träge ist. Nun, Beispiele für Inertialsysteme. Wenn wir ein normales ganzes System haben und einen Zug in dieses System haben, der mit einer konstanten Geschwindigkeit fährt, ist das ein Inertialsystem, die Newtonsche Gesetze bleiben da drin erhalten. Wenn ich allerdings etwas nehme, was sich rotiert, also ich nehme zum Beispiel ein Karussell,
Und ich versuche da, ich überlege mir da mal einen Punkt in diesem Karussell und lasse das Karussell drehen. Dann sieht es so aus, ob das Ding sich die Kugel, die vor mir hängt, sich dreht. Dabei drehe eigentlich ich mich mit meinem System und es wird trotzdem keine Kraft drauf und das Ding wird auf einer Kreisbahn. Das ist natürlich kein Inertialsystem in unseren Fällen. Aber alles, was wie ein Zug mit einer konstanten Geschwindigkeit sich bewegt im Verhältnis zu einem anderen Inertialsystem, ist auch wieder ein Inertialsystem. Also ist das Wichtige, was Inertialsysteme eigentlich unterscheidet, die konstante Geschwindigkeit zueinander. Das heißt, ich habe hier mein Inertialsystem IS. Ich habe eine Zeit. Ich male hier einfach eine Uhr dafür hin. Und nun habe ich ein zweites Inertialsystem und das soll sich mit einer konstanten Geschwindigkeit zu diesem bewegen. Um es einfacher zu machen, sagen wir einfach zum Zeitpunkt 0 sind die beiden Inertialsysteme identisch. Und dann fährt es los. Man kann sich vorstellen, dass es im Prinzip ein Zug ist, der fährt gerade durch den Bahnhof. Wir sind im Bahnhof drin und schauen dahin. Das ist unser Inertialsystem 1 auf dem Bahnhof. Und der Zug, der fährt jetzt schon mit einer konstanten Geschwindigkeit an uns vorbei. Und genau zum Zeitpunkt 0 ist er genau auf unserer Höhe und fährt trotzdem weiter mit der gleichen Geschwindigkeit. Dieser Zug wäre das Inertialsystem 2. Die nächste Vereinfachung, die wir machen können, sagen einfach, naja, wir legen die X-Achse gemeinsam hin. Das heißt, die X-Achse werden in unserem Fall geschieben. Jetzt zeigen wir hier einen Zeitpunkt, der etwas später auf. Unser Zug ist einfach auf der X-Achse etwas weiter gefahren. Wie weit ist er gefahren? Naja, genau Geschwindigkeit mal Zeit. Das ist der Weg, den er zurückgelegt hat. Ich nehme für die Geschwindigkeit in diesem Fall U. Ihr werdet nachher sehen, warum ich das gemacht habe. Also U mal T ist genau diese Distanz auf der X-Achse. U ist natürlich eine Geschwindigkeit nur in X-Richtung. Nun wollen wir uns überlegen, was mit der Zeit ist. Na, die Zeit ist gleich. Wir fangen beide bei 0 an, die läuft komplett mit. Wir synchronisieren die natürlich genau zu dem Zeitpunkt, wo der Zug am Bahnhof an uns vorbeifährt. Wir wollen jetzt gucken, wie kann ich von der einen Koordinate, also von den x-Koordinaten, in die Koordinate dieses zweiten Systems. Dieses zweite System nennen wir einfach mal I' und verwenden jetzt diesen Strich immer als Kennzeichnung für unser zweites Inertialsystem. Aufpassen, ich meine natürlich damit jetzt nicht die Ableitung. Nun überlegen wir uns das mal kurz. Also wir wollen zum einen, haben wir gerade festgestellt, dass die Zeit bei beiden gleich sein muss. Das heißt, T' ist nichts anderes als T. Wenn wir uns die Y- und die Z-Richtung hier anschauen, stellen wir fest, dass es auch immer genau das gleiche ist. Da hat sich auch nichts geändert. Das heißt, Z' ist weiterhin Z und Y' ist Y. Das Einzige, was uns hier für Probleme stellt, ist also die x-Koordinate. Wir haben hier x'. Und jetzt sehen wir ja, wir bewegen uns hier. Wenn wir uns also einen Punkt anschauen, der hinten wäre, dann sehen wir, für unser Inertialsystem ist die Entfernung in der x-Achse deutlich größer als die im gestrichenen Inertialsystem. Da um wie viel er genau um diese Strecke, die es in der Zeit t zurückgelegt hat, also um ut. Das heißt, was hier stehen muss, ist einfach x minus ut. Also x minus diese Länge hier. Oder, ja, t', aber das wissen wir ja von hier unten, ist es genau das gleiche. Das hier nennt man eine Transformation, weil wir Koordinaten vom gestrichenen System in das nicht gestrichene und umgekehrt transformieren können. Das geht alles zurück auf einen Herr Galilei, also nennt man es auch Galilei-Transformation. So, wir wissen jetzt, wie wir Punkte umrechnen können mit dieser Transformation. Uns interessieren jetzt aber auch zum Beispiel noch die Geschwindigkeit und die Beschleunigung. Wenn man sich das mal genau anguckt, wenn quasi eine Geschwindigkeit hätte in Y-Richtung oder in Z-Richtung, ändert sich da überhaupt nichts. Wir müssen also wieder alles nur in X-Richtung betrachten. Gleiches gilt für die Beschleunigung. Also möchte ich die Geschwindigkeit V, und jetzt merkt ihr, hätte ich vorhin die Geschwindigkeit auch schon V genannt, könnte ich es jetzt nicht mehr machen, deswegen habe ich vorhin für die konstante Geschwindigkeit U benutzt. So, ich möchte also die Geschwindigkeit des gestrichenen Inertialsystems haben, also die Geschwindigkeit eines Gegenstand ist, also wir könnten sagen, aus dem Zug sehen wir jetzt einen Vogel fliegen. Dieser Vogel hat
vom Bahnhof aus gesehen eine Geschwindigkeit, ihr möchtet die jetzt umrechnen auf die Geschwindigkeit, die man im Zug wahrnimmt. Man kann sich das leicht vorstellen, wenn die natürlich genau gleich schnell fliegt wie der Zug, müsste es relativ gesehen aus dem Zug eine Geschwindigkeit von 0 haben. Vom Bahnhof aus gesehen hat die natürlich eine Geschwindigkeit. Und das wollen wir jetzt hier mal überprüfen. Also die geschichtliche Geschwindigkeit in Richtung x, die anderen Koordinaten sind einfach, ist nichts anderes als die Ableitung der x-Koordinate, also Strecke, nach der Zeit dt. Immer alles gestrichen. Wir wissen aber jetzt, gestrichenes t ist gleich wie die, also die Zeit ist in beiden Systemen gleich. Das heißt, ich kann hier schon schreiben dx' nach dt. So, x' kann ich einsetzen, ist einfach x minus ut. Also d von x minus ut nach dt. Summenregel, besser gesagt in dem Fall eine Differenz, dx nach dt minus du mal t nach dt. dx nach dt ist nichts anderes als die Geschwindigkeit vx, also die Geschwindigkeit von unserem ursprünglichen Nationalsystem gesehen, von unserem Bahnhof aus gesehen, und du mal t nach dt, naja, u mal t nach t ableiten, wir haben nur noch den Faktor u. Das ist das, was man sich hier vorstellen kann, wenn, wenn unser Zug mit 60 Stundenkilometer fliegt, fährt unser Vogel mit 30 Stundenkilometer noch fliegt, dann ist klar, dass die relative Geschwindigkeit, die wir sehen, diese 30 Stundenkilometer sind. Also die Differenz davon. Nun überlegen wir uns das hier auch noch schnell für die Beschleunigung. Also was ist a' in x-Richtung? Naja, a, Beschleunigung ist die Ableitung der Geschwindigkeit, also dvx nach dt, beides im gestrichenen System. Nun, das Gleichgewicht hier oben, dt und dt' ist dasselbe. Also, ich formuliere es auch gleich wieder, das dv' von hier oben eingesetzt aus. Also dvx minus u nach dt. Ich schreibe es wieder auseinander, dvx nach dt minus du nach dt. So, müssen wir uns kurz überlegen, was steht da eigentlich? dvx nach dt, das ist nichts anderes als die Beschleunigung in unserem ersten Inertialsystem. Also nichts anderes als a in Richtung x. Was ist du nach dt? Wir haben gesagt, du ist eine konstante Geschwindigkeit, das heißt, es ist einfach eine Zahl. Eine Zahl abgeleitet gibt einfach 0, das heißt, der Term fällt weg. Was hier steht, ist a gestrichen, ist nichts anderes als a im anderen System. Das heißt, die Beschleunigung in beiden Systemen bleibt vollkommen gleich. Kann ich auch wieder recht simpel. Ich meine, ihr seht, wir unterscheiden uns nur durch einen konstanten Faktor in der Geschwindigkeit. Alles beim Ableiten fällt natürlich weg. Das heißt, die Beschleunigung muss immer in allen Initialsystemen genau gleich sein. So, lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen. Das war der erste Teil von unserem Special für Relativitätstheorie. Klickt einfach in das nächste Video, da geht's dann weiter.